Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns beiden. Zack. Wie ihr gesehen habt, haben wir heute mal ein bisschen gefrühstückt vor der Arbeit. Yes. Weil nach der Arbeit geht es direkt ins Training, sofort von der Arbeit ins Gym. Ganze deswegen Sachen sind schon, am Start. Deswegen habe ich schon mega Bock. Und ja, bis wann arbeiten? 2 Uhr oder so und dann geht's ins Gym. Ja. Heute steht Push auf dem Programm. Ich hab Bock, Arthur hat Bock, wir freuen uns aufs Training. Was? Oh yeah. Wetter ist gut. Gut. Wetter ist überragend. Ist überragend. Ein Tag kann nicht besser starten. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal zur Arbeit. Ne? Würde ich auch sagen. Welche Playlist? Die anders. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation. A special bond of creation. Da sind wir schon angekommen und ich würde sagen, man sieht sich nach der Arbeit, Freunde. Zack, fertig mit der Arbeit. Für euch ist gar keine Zeit vergangen. Für uns sind 6 Stunden vergangen. Jetzt geht's zum Training und davor testen wir den Crazy Wolf. Das ist natürlich ein Energy Drink aus Kaufland. Ja, mal Fokus. Zack. Aus Kaufland, ja, für 25 Cent auch. Ich würde sagen, testen wir das mal direkt, oder? Erstmal anstoßen hier. Klar. Zack. So, probieren wir. Schmeckt ein bisschen anders. Schmeckt wie normaler Energy Drink. Aber der Nachgang ist ein bisschen anders. Ich finde, der schmeckt ein bisschen mehr wie Effekt als wie Red Bull. Ja, ich finde auch. Also schmeckt quasi genauso wie Effekt. Und der aus Lidl schmeckt genauso wie Red Bull. So, Freunde, jetzt würde ich sagen, sehen wir uns im Gym wieder. Ne? Im Gym angekommen. Jetzt gibt es erstmal Booster, heute selbst gemacht wieder. Mit Citrullin, Arginin und Kreatin. Kreatin auch, ja. Und Koffein gibt es gleich auch noch ein bisschen. Wir hatten ja gerade schon im Energy Drink ein bisschen. Waren ja nur 250 Milliliter, deswegen ungefähr 60 bis 80 Gramm, 80 Milligramm. 80 Gramm, nein, Gramm war richtig. Milligramm Koffein waren da drin. Jetzt geben wir so eine 200 Milligramm Tablette und dann haben wir perfekt 250 bis 280. Weiß nicht genau, wie viel da drin ist. Ich habe auf jeden Fall mega Bock und jetzt wieder erstmal Push trainiert. Thank you.
There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits. You can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. Ab geht's einkaufen. Wurde uns in den Kommentaren empfohlen, ins Oatmeal. Im Angebot werden die immer gekauft. Heute nur zwei, morgen hole ich mir mehr. Chicken für das Post-Workout-Meal. Post-Workout-Meal. Hähnchen mit Gemüse. Schmeckt? Schmeckt gut, ja. Ein bisschen Gewürz und dann läuft der Abend schon. Ja. Und wieder was für unser Oatmeal Duplo White. Noch nicht probiert. Erstmal nach Hause. Das Wetter ist einfach nur Weltklasse, da kriegt man direkt überragende Laune. Training war gut, anstrengend, aber gut. Und jetzt geht's nach Hause, dann gibt's das Post-Workout-Meal. Ich habe schon unnormal Hunger. Ich denke, es wird, wie schon Lidl gesagt, Hähnchen mit Gemüse geben. Ich mache momentan immer meine Mahlzeiten so ein bisschen als Volumen Mais und Bohnen rein. Nicht Bohnen, sondern Erbsen. Mais und Erbsen. Das schmeckt eigentlich ganz gut in der Kombi. Und wenn man da noch Salsa-Soße dazu macht, dann schmeckt das richtig gut. Also ich kann das nur empfehlen. Erbsen mit Mais und Salsa-Soße reinmischen und das Ganze dann in die Pfanne mit Fleisch noch. Schmeckt überragend. Wir fahren jetzt nach Hause. Billy ist gerade vor uns und ja, da ist er. Man sieht sich. Zu Hause wieder. Und als erstes machen wir uns ein bisschen Essen. Und hey, zwar genau das, was wir gekauft haben. Erstmal ein bisschen Chicken. Zack. Mit bisschen Gemüse und Arthur Kraumach wieder. Ich hab Hunger. So, Freunde, jetzt direkt essen. Gemüse und Hähnchen. Ich hole jetzt noch Mais. Da kommen dann noch Erbsen rein. Schön viel Volumen, wenig Kalorien. Das gibt's jetzt ganz schnell. Und ihr seht die Mahlzeit in 3, 2, jetzt. Genau, das ist unsere nächste Mahlzeit. Danke geht raus. Ne? Das sind 400 Gramm Hähnchen mit ein Drittel Maisdose. Ich weiß nicht, wie viel das ist, muss man noch ausrechnen. Und ein Drittel von dieser Gemüsepfanne, die wir uns vorhin geholt haben. Yes. Dazu 150 Gramm Frischkäse. Ich habe schon sehr Lust drauf, hat Arthur wieder gezaubert. Deswegen geht ein Dankeschön raus. Und ich würde sagen, wir essen das erstmal. Ne? Essen wir erstmal. Und dabei gibt's ein bisschen Wasser, natürlich Wasser, aber mit einem Bolero-Stick. Iced Peach ist das und das schmeckt einfach 1:1 so wie Iced. Hat keine Kalorien und kostet im Vergleich einfach nichts. Also mega geil. Ich zeige euch das Ganze mal. Sieht auch aus wie Iced. Und dabei wird ein bisschen Fußball geguckt. An dieser Stelle beenden wir das Video. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen, Freunde. Ganz genau. Wenn ja, lasst ein Like da. Falls ihr nicht abonniert habt, abonniert uns gerne. Kommentare freuen uns auch natürlich immer, wenn ihr schreibt, was ihr sehen wollt oder was wir besser machen können. Immer unten reinhauen. Ganz genau. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.